Hey Leute, willkommen in der Werkstatt. Unser heutiges Thema ist mal einfach mal das Bearbeiten oder mehr gesagt das Aufbereiten von Bauteilen und die grundlegende Frage: Lackieren, selber lackieren, wie, was oder lackieren lassen, auch Pulverbeschichten, was ist heutzutage besser oder günstiger? Fangen wir mal ganz einfach an. Jeder, und darunter bin ich auch, hat Teile, die er dann mühselig mit einer Drahtbürste meistens, zum Beispiel Motorteil sauber gemacht hat, grundiert und lackiert. Denk mal, hat jeder schon gemacht. Ich musste da aber jetzt sehr häufig feststellen, egal ob das jetzt Achsbauteile waren oder Motorenbauteile waren, das hat nicht wirklich lange gehalten und sah schön aus. Also da muss man ehrlich sein. Und zwar lag es auch meistens daran, dass man die berühmten Klackerdosen verwendet hat. Klacker, klacker, klacker. Mit 1K-Lack. 1K-Lack hat leider das Problem, dass es nicht wirklich widerstandsfähig ist, nicht gut Hitze beständig und vor allem nicht Benzin- und Ölfest. Und da war ich da eigentlich schon Systemfehler. Es sah einfach nach einer Weile noch ein bisschen schäbig aus. Jetzt gibt es noch als zweite Möglichkeit 2K-Dosen zum selber sprühen. Also die haben eine Kartusche drin, die zieht man raus, dreht und hat dann in eine Dose 2K-Lack zum Sprühen. Das würde theoretisch länger halten, aber die Problematik ist, weil ich mich da festgestellt habe, diese Lackdosen, auch die 1K-Dosen, sind mittlerweile so hart von Schweine teuer geworden, dass man sich wirklich fragt, lohnt sich ja überhaupt noch mal Zeit für so eine normale 1K-Dose 12 bis 15 Euro und die 2K-Dosen dann bisher bei 20 Euro. Die Dose für 400 Milliliter Lack, da kommt man nicht wirklich weiter im Auto. Und dann liegt es auch nahe daran, ob man es überhaupt vernünftig hinbekommt. Da muss ja die Umgebungsfeuchtigkeit, Staub, haut man zu viel drauf, wenn Pech hat, hat man 20 Euro für den Arsch, weil man es einfach drauf kotzt. Das sind so die Probleme, die er teilweise hat. Desto weiter muss man zu den 20 Euro, wenn man jetzt 2K-Lack benutzt, um sagen wir Ventildecke zu lackieren, damit es auch hält, muss man dann noch Drahtbürsten, irgendwelche Schleifmaterialien rechnen und da ist man ruckzuck bei, ich sag mal, 25 bis 30 Euro nur, um so ein Ventildecke zu lackieren. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, ist Pulverbeschichten nicht dann im Endeffekt billiger? Und ich würde ganz ehrlich sagen, ja, mittlerweile vor allem, man hat weniger Arbeit. Man muss ja auch rechnen, mittlerweile in unserer tollen Gesellschaft ist ja Zeit ja schon bald kostbarer als alles andere. Und wenn man da 2 Stunden da sitzt und irgendwelche Sachen abschleift, um die dann nochmal 2 Stunden lang zu lackieren. Gut, manche Leute haben vielleicht die Zeit. Ich sag mal so, ich kann die Zeit lieber vielleicht anders zu investieren. Dann nehme ich lieber die Teile, egal wie sie aussehen, gebe die zum Pulverbeschichter. Der Pulverbeschichter strahlt die Sachen, grundiert die, also ist es pulvergrundiert. Dann werden sie Lack erst mit dem Lackpulver versehen, sprich in 2 Schichten. Und auf Wunsch kann sogar noch ein Klarlack drüber ziehen lassen als Schutz. Das hält unendlich. Ich habe hier zum Beispiel eins, was grundiert und einfach nur lackiert wurde in glänzend schwarz. Das ist jetzt schon ein bisschen... Das lag jetzt schon länger, das ist ein Lichtmaschinenspanner. Aber wenn man mal überlegt, das Ding war im Einsatz, hier war eine Lichtmaschine verschraubt und man hat hier nur leichte Abdrücke. Da ist nicht die Pulverschichtung abgerissen, genauso wie hier hinten. Hier in den Gummi war es immer gelagert, da ist auch nichts. Also das Zeug hält schon relativ gut, ist benzinfest und hitzebeständig. Und wenn man eine einigermaßen Menge von den Sachen gibt, hat dieses Teil vielleicht jetzt mal, sag ich mal, 5 Euro kostet zu pulvern. Ventildecke ist man, selbst wenn man nur Ventildecke abgibt, vielleicht bei 20 Euro. Und man hat keine Arbeit, keinen Stress und man ist sogar billiger als mit dem Lackieren im Endeffekt. Nachteil bei der Sache ist natürlich, man hat es nicht sofort. Und das ist wahrscheinlich bei manchen Leuten das Problem, wenn sie es gern sofort haben wollen. Das kann man natürlich in der Werkstatt machen, abschleifen, lackieren, man hat es sofort. Aber nach meiner Meinung ist es nicht das Beste. Bei Pulverschichten ist das Problem, zum Beispiel unser Pulverschicht, da ist es, es lohnt sich ja nicht für zum Beispiel so ein Teil, das ist jetzt matt gepulvert, das ist ein Halter für die Batterie, da sieht man zum Beispiel auch, wie schön so etwas aussehen kann. Vor allem kann man, diese ganz sandigen Pulver sind, können wir auch einfacher sauber als irgendwelche alten Alu-Teile, die schon vermackt sind oder 10-mal lackiert wurde. Die können wir relativ einfach sauber. Wie gesagt, unser Pulverschichter wird für so ein kleines Teil nicht die Kammer anwerfen, die Einbrennkammer. Somit er sammelt erstmal Teile. Wenn man natürlich eine große Menge Dreck abgibt selber,
hat man die relativ schnell wieder, sonst muss man warten. Also man muss schon Zeit von 2 bis 4 Wochen einrechnen für Teile. Also ich bin der Meinung, da lohnt sich auch von der Qualität. Wir gucken uns jetzt noch ein paar Sachen mal an, die ich hier auf meinem Fahrzeug pulvern gelassen habe. Dann sehen wir uns mal gleich wieder. Sorry, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen hört sich meine Stimme so komisch an. Den Motorraum kennt ihr. Hier sind diverse Teile gepulvert worden, auch in glänzend. Domstrebe komplett, Halter von der Zündschwule, Batteriehalter, Motorhalter, Ventildecke, Öleinfülldecke, Limahalter, blub. Die Teile sind vor 2 Jahren gepulvert worden und sehen noch nicht schäbig aus. Der Wagen läuft jetzt nicht viel, okay, aber ich habe es bei selbst lackierten Teilen und ich habe da jetzt nicht nur nach 15 lackiert, sondern wirklich mit komplettem Material runter, vernünftige Rostschutzgrundierung drunter, dann den Lack drauf. Nicht wirklich so toll erfahren, weil irgendwann wird es schäbig. Vor allem, wenn da Benzin oder Öl drüber läuft, 1K-Lack, was ich damals benutzt habe, ist nun mal nicht leider da Benzin und Öl fest. Und dann sieht es ein bisschen scheiße aus. Die Erfahrung, denke ich mal, wird noch jeder machen, der so halt anfängt. Oder hat der gemacht. Oder hat sie gemacht. Ich weiß, dieses selber lackieren ist schnell. Man hat schnell ein schönes Ergebnis. Und man kann es einbauen und hat es. Aber es ist nicht wirklich billiger als Pulvern. Und ich kann wirklich da jeden nur hingehen empfehlen. Sammelt ruhig die Teile, sucht euch einen guten Pulverbeschichter und lasst die Sachen pulvern. Ich bin da mittlerweile so von begeistert, dass ich wirklich gesagt nicht mehr mich hinstelle und die Zeit verschwende, Sachen selber zu lackieren. Eine weitere schöne Sache, die ich damals pulvern ließ, sind Wischerarme, wie ihr hier sehen könnt. Die Dinger sehen leider 20 Jahren irgendwann ein bisschen sehr stumpf und schäbig aus oder sind sogar am Rosten. Die haben wir pulvern lassen. Sogar, Moment. Die Dinger wurden nicht zerlegt, komplett mit Feder alles. Das ging ohne Probleme, ohne dass hier was abscheut oder sonst was. Hat super funktioniert, hält super, sieht super aus. Das ist auch so eine Sache, die ich wirklich jedem empfehlen kann. Hier an dem Fahrzeug sind noch andere Sachen gepulvert worden. Zum Beispiel Schloss, also Griff hinten für Kofferraumdecke oder eine Felgen, die Namendecke, bla bla bla. Also ihr seht, es ist schon so manches gepulvert worden. Also ihr seht, ich habe eigentlich meine Meinung schon vorher gebildet, dass ich Fan von Pulvern bin. Es spricht natürlich nichts dagegen, wenn die Leute um die machen, alles zu lackieren, aber mittlerweile aus Kosten- und zeittechnischen Gründen halte ich selber irgendwas zu lackieren für schwachsinnig. Also, ihr könnt ja mal selber in die Comments reinschreiben, lackiert ihr selber noch Sachen? Wenn ja, was lackiert ihr selber? Oder seid ihr mittlerweile auch Fans von Pulverschichten und Lasten oder Pulvern? Ich kenne auch Leute, die haben Tanks und Achsen und die sind auch nur noch alles am Pulver und sieht super geil aus, also, und hält vor allem. Ich kann mir jeden empfehlen, lasst Sachen pulvern, sucht euch einen vernünftigen Pulverschichter. Da nochmal der Hinweis, ein vernünftiger Pulverschichter strahlt die Sachen und grundiert sie. Da wird nicht einfach die Scheiße bei Rotz 2. Dann hält es auch nicht, dann fließt Wasser drunter und die ganze Pulverschichtung blättert ab. Das ist nicht so der Knaller und dann denken sich die Leute, warum habe ich Geld für so eine Scheiße ausgegeben? Also sucht euch einen vernünftigen Pulverschichter. Ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe dann mit ein bisschen mehr Stimme. Und viel Spaß beim Schrauben noch, ne?